Wir raten heute Auftritte von Artists auf dem Frauenfeld Open Air in der Schweiz, das größte Hip-Hop-Festival in ganz Europa. Und am Ende sage ich euch meinen Flop-Artist des Abends. OG Kimo. Immer fresh, immer Energie. Meiner Meinung nach, man hätte noch ein paar mehr Effekte einbauen können, wie Feuer und so CO2 und so. Aber sehr fresh. 8,5 von 10. Sexy Red. Erstmal kam sie eine halbe Stunde zu spät und ich feiere persönlich ihre Musik einfach nicht so. Wurde schnell langweilig irgendwann, aber trotzdem ganz gut performt. 7 von 10. Pashanim. Sehr sympathisch, stabile Performance. Crowd wurde auch langsam wach. Aber meiner Meinung nach hätte er seine Hits erst am Ende spielen sollen, statt mittendrin. Shabbos. Oh. 8 von 10. Und jetzt kommen wir zum Flop des Abends für mich, und zwar 21 Savage. Sein DJ hat Warm-up gemacht, die Crowd war richtig on fire und dann kam 21 Savage raus und klingt so. Bruh. Fast niemand kannte die Texte, er klang sehr gelangweilt und als hätte er einfach gar keinen Bock da zu sein, Bro. 4 von 10.